Besonders konfrontiert mit der derzeitigen Situation ist der Priester auch durch das Spenden der heiligen Sakramente, von der Taufe bis zum Begräbnis. Herr Pfarrer Schwingenschuh, wie haben Sie diese herausfordernde Zeit erlebt? Eigentlich für mich persönlich überraschend positiv, dass mehr Stille war, mehr Gelegenheit zur Zeit in der Natur draußen. Das hat mir persönlich nicht schlecht getan. Für meine Arbeit als Priester war es schwer, denn man konnte die Menschen viel schwerer erreichen als sonst. Konnten Sie überhaupt Gottesdienste feiern? Ja, allerdings in sehr eingeschränkter Form. Manchmal eigentlich allein in der Kirche, zurzeit mit nur sehr, sehr wenigen Mitfeiernden. Zwischendurch gab es doch auch heilige Messen mit mehreren Teilnehmern, aber es war immer mit Sicherheitsmaßnahmen verbunden, die natürlich einen Aufwand bedeuten. Und wie war das bei Begräbnissen? Zurzeit ist es so, dass bis zu 50 Menschen am Begräbnis teilnehmen können. Am Anfang hat es da andere Regeln gegeben und auch große Verwirrungen, was bei vielen Menschen auch zu großem Schmerz geführt hat, weil sie nicht beim Begräbnis lieber Menschen dabei sein konnten. Aber Gott sei Dank ist es jetzt so begrenzt, dass auch ein Requiem in der Kirche sein kann und 50 Menschen mitfeiern können. De facto kommen eigentlich viel weniger, meistens sind es ca. 20 bis 30 Personen, die unter Wahrung aller Sicherheitsregeln das Requiem mitfeiern. Und wie haben Sie es versucht, den Kontakt zur Bevölkerung halten zu können? Die klassischen Methoden sind natürlich das Pfarrblatt, das Anschlagbrett, modernere Methoden sind E-Mail, WhatsApp oder eben auch Fernsehinterviews. Und was kann die Kirche einem trauernden Angehörigen anbieten? Ich würde sagen, das Klassische, was wir immer angeboten haben, eben die Liturgie, das Gebet, die offene Kirche, an der man betet, das seelsorgliche Gespräch, das geht ja auch über Telefon oder über ein SMS und die ganz einfachen Dinge, eben Kerzen anzünden, Weihwasser geben. Besonders bietet sich natürlich an, die Jahrtage zu feiern auch und die Gedächtnismessen und eben auch heilige Orte aufzusuchen. Sie sagten gerade, telefonisch wäre das möglich und auch über Social Media? Ja, da muss man halt die Begrenzungen sehen. Also ich habe gemerkt, dass so diese Signaldienste, Signal, WhatsApp, doch viele Leute erreichen. Ich mache mir aber oft Gedanken, wen erreiche ich nicht, wer hat das nicht oder wer möchte das nicht nutzen, wie kann man den erreichen, eben auf die klassische Methode. Und wann ist die Trauer am schlimmsten? Ja, es gibt da ja verschiedene Trauerphasen, sagt man. Ich vermute, dass schlimm ist die unmittelbare Phase beim Eintreffen der Nachricht. Und dann eben auch, wenn man wirklich realisiert, dass es wirklich so ist. Zuerst wehrt man sich ja oft ein bisschen gegen die Erkenntnis, dass es so ist. Aber wenn man dann wirklich vor dem Faktum steht, ein lieber Mensch ist gestorben und es wird einem so richtig bewusst, dann sind es wahrscheinlich schlimme Phasen. Andererseits führt dann die erhöhte Klarheit auch dazu, dass man eben versucht, jetzt einen Weg zu finden, mit dieser Tatsache weiterzuleben. Wie ist Ihre Meinung zum Trauerjahr und woher stammt eigentlich der Begriff? Ich glaube, dass dahinter eine Weisheit steckt und diese Weisheit ist in allen Kulturen und Religionen vorhanden. Für uns halt auch in der Heiligen Schrift und im Brauch der Kirche, dass man eben ein ganzes Jahr Trauer hält, wenn ein Mensch gestorben ist. Das kann natürlich sehr verschieden ausschauen. Das ist darin begründet, dass wir Menschen eben in Raum und Zeit stehen und das in der Zeit stehen bedeutet zum Beispiel eben, dass wir sagen, ein Jahr ist ein guter Zeitraum, um nicht noch einmal zu heiraten zum Beispiel oder eben nach einem Jahr eine besondere Gedächtnisfeier am Sterbetag abzuhalten. Schon Pythagoras sagte, gegen Schmerzen der Seele gibt es nur zwei Heilmittel,
die Hoffnung und die Geduld. Das ist ein sehr weiser Spruch, aber ich würde hinzufügen, man muss auch selber etwas tun, man kann selber aktiv Schritte setzen. Man soll nicht nur warten und hoffen und Geduld haben, sondern man kann eben aktiv Schritte setzen. Das ist auch deshalb bei den Menschen eben in heiligen Zeiten denken, aber auch in Räumen. Zum Beispiel besondere Orte haben für uns auch eine Möglichkeit. Der Friedhof, die Kirche, Erinnerungen an diesen Menschen. Also wenn wir diese Orte aufsuchen, kann dort auch Trost geschenkt werden.